War denn noch für eine Nachricht? Sinnlos. So sinnlos ist das nicht. Ach, boah, Mann, da steht der Gegner. Ich stehe hier, stehe auf der Seite, stehe ich auch voll blöd, weil da ist, glaube ich, auch ein Zauberer dabei, oder? Okay, der Zauberer bufft die Typen. Obviously. Ob das gerade ein bisschen schneller war, ne? So. Und Dote. So, du alle Schlampe. Was hast du mir noch zu bieten? Nicht viel, okay. Okay, Nebel. Yay. Geschafft. Weiß ich noch nicht. Weil da hinten grinst nicht ein Item an. Das kann ja jetzt noch nicht sein. Oh lol, das Item hatte ich gar nicht. Göttlicher Seele eines Helden. Uiuiui. Das ist eine Menge Stuff. Mann, wie kommt man denn jetzt da hinten wieder hin? Geschafft. Und hier sind ganz viele Nachrichten. Leuchtfeuer. Leuchtfeuer voraus schon wieder. Ja, ich glaube den Nachrichten. Wisst ihr, die Dinger habe ich gerade eben auch gehört. Oh nein, das ist das Zeug, was die Rüstung kaputt macht. Das Gelbe macht die Rüstung kaputt. Das habe ich mittlerweile gelernt. Gelb ist immer ein Ausdruck dafür, dass die Rüstung kaputt gemacht wird. Das ist aber interessant, ey. Wie viel. Okay. Ach, jetzt hier sinkt sie wieder. Lol, da hinten ist so ein dicker von denen. Moment, ich möchte mich gerne erstmal anders noch. Alter. Wobei, eigentlich möchte ich mich wirklich dran setzen, weil im Endeffekt, was ist jetzt passiert? Ach ja, toll, jetzt habe ich mich wirklich auch direkt ganz dran gesetzt. Weil alles, was respawnt, ist da hinten in dem Bereich und das interessiert mich eigentlich ja weniger. Alter, what the fuck, wie hat der denn geleckt? Also, hat auf einer komischen Seite angefangen zu bluten irgendwie. Ach nee. Ich weiß nicht, selbst wenn dieser Nebel nicht Rüstung kaputt macht, ist es trotzdem was, wo ich eigentlich nicht, nicht wirklich drin, ja, beschädigt, bla bla, wo ich nicht eigentlich nicht wirklich reinstellen möchte. Ach, beschädigt. Muss doch nicht wirklich sein, oder? Ja. Scheiße. Ganz ehrlich, glaube ich, möchte den sogar reparieren gehen. War das nicht sogar der Ring, der uns mehr Belastung gegeben hat? Ich glaube, wenn wir den nämlich nicht anhaben, dann sind wir nämlich langsam die Krücke. Oder nicht langsam die Krücke, aber langsamer. Das muss ja jetzt eigentlich nicht wirklich sein, ne? Apropos, wir haben auch noch eine. Ist heute scharf, ich glaube. Ja doch, wir haben in der Tat 11 erstes Parcours. Okay. Also ich dachte wirklich, dass wir auf 10 aufhören würden. Aber obviously not. Jetzt haben wir 12. So. Dann reparieren wir jetzt mal gerade den Ring. Nee. Ist doch ein bisschen teurer als der andere Ring. Aber 3000 Seelen ist halt gar nichts mehr mittlerweile, ne? Das ist halt echt. Da knippst du mal einmal mit deinem. Okay, ich hab den noch an. Knippst du einmal mit dem Auge zu und dann sagst du, ja. Zack. 3000, hier hast du. Okay, also hier kommt auf jeden Fall auch noch ein Leuchtfeuer kommt. Gut. Ich habe jetzt übrigens, glaube ich, die Fackel. Diese Fackel wurde gefertigt. Blabla. Ich habe das ganz dicke Bedürfnis, diese Dinger mit meinem Bogen kaputt zu machen. Weil die brauchen auch 2 Schuss. Und es ist die Gefahr, dass ich mein. Ja, mhm. Dass mein Bogen dabei kaputt geht, ist, oder dass irgendwas dabei kaputt geht, ist relativ gering. Ich weiß gar nicht, ob ich auch die Viecher hinter mir überhaupt kaputt machen muss, oder ob die mir überhaupt hinterherkommen. Ne, kommen die nämlich gar nicht. Wenn man es nicht darauf anlegt. Gut, dann. Das Vieh, was hier noch auf mich zukröpelt, das kann auch mal einen Abgang machen. Aber haben die Dinger nicht mal Gift gespuckt? Jetzt mal ganz im Ernst. Jetzt, oh, gut. Und jetzt machen die
meine Rüstung kaputt. Das finde ich nicht nett. Ja, also den Typen, den kann man gar nicht anders besiegen. Außer man will sich direkt von seiner ganzen Rüstung ver... Jetzt fängst du mir an, hinterher zu laufen. Ist das denn ernst? Ich hab keinen Bock, dass der mir gleich da hinten dran steht und dann guck ich blöd. Ja, ist auch kaputt. Ach, guck mal, Mages. Wir haben uns eine neue Spielmechanik ausgedacht. Mages, die so hart im Staccato feuern, dass du nowhere near ganz nur dodgen und schießen kannst. Außer du stehst hinter einer Wand. Tja, da geht er down, down, down. Ach, natürlich kommt da noch ein Schuss. Ah, okay, aber jetzt sind wir auf jeden Fall auch an dieser Stelle. Guck mal, es glitzert wieder überall. Und es glitzert überall wieder im Wasser. Ach, das ist doch scheiße! Diese Mage ist einfach überall! Das ist doch Bullshit! So, die drücken halt immer mindestens zwei Schüsse rein, ey. Ihrer schwulen Taktik. So. Jetzt haben wir aber natürlich nicht vergessen, dass hier rechts eigentlich auch noch ein Item sein dürfte. Warum laufen die Leute eigentlich alle mit einer Fackel rum? Hat das irgendeinen Sinn? Da vorne ist ja so ein Ding zum Anmachen. Vielleicht hat das so... Alter, was geht denn da ab? Okay, also jetzt... Jetzt sieht man die ja... Jetzt sieht man die Übergänge natürlich richtig krank. Ja? Also jetzt irgendwo runterzufallen ist wirklich nahezu unmöglich. Aber ich brauch's eigentlich nicht wirklich. Alter, wie viel Leucht, wie viel da glitzert, ey. Ob das da vorne wieder nur so ein Ding ist, wenn ich da nah rangehe, dann verschwindet das Glitzern, weil. Kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass. Okay. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass da so viele Viecher sind. So viele Viecher sind, dass man wie dieses Glitzern. Wo springst denn du hin? Oh, da steht schon wieder Mage, ey. Sieh doch genau. Ja. Jetzt ist das. Dieses große Glitzern ist halt jetzt auch wieder weg, ne? Ach, dieser Mage da hinten, ne? Ja, naja, weißt du, er hat noch nichts gemacht, der Mage, aber er nervt mich jetzt schon wieder an. Das ist voll gut. Dass man die anvisieren kann, finde ich echt klasse. Dass sie erst so super spät einfach reagieren. Noch so nächste. Ach ja. Mage hat mich gesehen. Ach ja, Finstergeist. Ja, natürlich. Mit einem Mage da hinten dran und der. Finstergeist selber ist natürlich auch nochmal ein Mage. Whatever. Ach, das ist so ein Pferd, denke ich. Ja, ne. Ohohoho! Das zwiebelt aber ganz ordentlich. Ne. Ja, warum muss er den denn erst zwei... Alter, warum hält er so viel aus? Warum muss er den erst zwei ja nicht nehmen? Alter, what the fuck, einfach nur. Komm her. Alter. Der Pfeil hat gerade fast keinen Schaden gemacht. Alter, wie viel der halt aushält. Ist ja echt witzlos, also manchmal. Oh, shit. Das war der Zauber, den ich gerade abbekommen habe und nachdem ich nahezu tot war. Aus nächster Nähe habe ich den abbekommen. Ist aber auch interessant, ne? Dass man Mages, also jetzt so generell, wenn man sie angreift, dass man sie dann unterbricht dabei. Bei dem, was sie tun. So. Jetzt Mage. Mage Nummer 2. Fuck. Du. Es ist gut, dass der mir nicht noch hinterhergelaufen ist hier, wie so ein Affe. Was ist das hier? Ne, das ist nur eine Wurzel. Okay. Kein größeres Vieh, vor dem man Angst haben müsste.
Roteisen-Zwillingsklinge. Okay. Gucken wir uns aber gleich erst an. Gut. Vorher mache ich das Ding. Mein Gott, ey. Verstärkte Wagenknochen. Oh, das ist gut. Das ist wirklich gut. So, jetzt gucken wir uns aber mal die Zwillingsklinge an. Wir haben ja schon mal eine Zwillingsklinge gefunden, die aber für Dingsisa war. Für Geschicklichkeitsmenschen. Und Geschicklichkeitsmenschen sind wir nicht und deswegen konnten wir die nicht benutzen. Wo ist die denn jetzt schon wieder? Zwillingsklinge. Dass man hier nicht sortieren kann nach, was man als letztes gefunden hat. Zwillings. Da wir einfach nie aussortiert haben und so viel Schrott mit uns rumführen, müssen wir einfach jedes Mal Ewigkeiten suchen nach dem Zeugs. Hier. So, die Zwillingsklinge und das ist Roteisen-Zwillingsklinge. Ah ne, das ist sogar eine Stärkewaffe. Aber das war eine Dingswaffe. Hm. Einfach mal gucken, was die können. Das ist so ähnlich wie, hat die eigentlich Dingsi-Schaden? Ne, ziemlich. Kein Blutungsschaden. Könnte man so vom Namen her ausgehen. Wieder so ähnlich. Wir hatten sowas ähnliches auch schon mal gefunden. Ich weiß aber nicht genau mehr, wie es das hieß. Und ich habe jetzt auch keine Lust dazu suchen. Aber sowas ähnliches, nur halt für Geschicklichkeit im Endeffekt. Da hinten glitzert noch einer, aber ich würde jetzt gerne erstmal das Item haben hier. Ich bin halt so ewig lang gefightet dafür. Alles kein Problem. Zielflügel Kristall Seelenmasse. Okay, also ich guck mal Zauber in der Regel nicht an, aber der Zauber interessiert mich jetzt doch. Ziel Seelenmasse. Kristall Seelenmasse sogar, ne? Seelentränen werden noch tödlicher durch Kristallisierung. Achso, und das war das eine hier, das ist der Zauber daneben. Die schwächere Form davon im Endeffekt. Die hat. Oh, roll doch nicht im Wasser. Das ist keine gute Idee. Die hat uns im Endeffekt. Ja, komm her. Die hat uns im Endeffekt ermöglicht. Ne, uns hat sie nichts ermöglicht, aber den Skorpionsdarmboss, wenn sich noch einer an den erinnert, ja. Der hat den Zauber auch benutzt. Das heißt, wir wissen zumindest, wie er aussieht. Ich finde das sehr interessant. Wir hören sie halt immer lauter und immer lauter. Aber sie müsste doch eigentlich voll weit weg sein, oder nicht? Ach nee, Moment, hier ist wieder so ein Hütchen. Das ist wieder so eine Hüte. Ach Gott. Das ist immer noch die gleiche. Die sieht ein bisschen. Versuch's angreifen. Hier sitzt ja keiner. Oh, was machst du denn? Liebchen. Na, hä? Jetzt ist sie weg. Was? Wer war denn das überhaupt? Den normalen Lebensstern. Für den Fall, dass das doch ein Boss ist. Den hier betreten. Hat einen langen Boss, ne? Sang es denn mal. Alter, bist du hässlich. Alter, bist du hässlich. Ja, mach zu. Okay, also man kann ganz offensichtlich. Alter Schwede. Hüpfidi. Ganz offensichtlich kann man nur ihren Kopf angreifen. Ja. Jetzt macht sie wieder zu. Jumpst du jetzt wieder? Bitte nicht. Oh shit. Ja, dieser Moment. Ja, okay. Wow! Das war mal ein ordentlicher One-Shot. Alter, was ist denn das für ein ekliger Boss?